Willkommen bei einer neuen Ausgabe der XXL Schlachtnacht. Und das sind unsere heutigen Kandidaten, die ich ausgewählt habe, um euch zu zeigen, oder eigentlich um euch über eine Stunde lang bei Laune zu halten, quasi. Mehr oder weniger. So, wir fangen mal hier rechts an. Eine XXL Schlachtnacht ohne einen Golf von Noref kann nicht sein. Auch dieses Mal begleitet uns dieser Golf 2 CL von Noref bei der Schlachtnacht. Der nächste Kandidat ist ein Mercedes A-Klasse Sondermodell Hackingen. Ja, seht ihr schon, er hat eins aufs Auge bekommen. Auch er ist ein Kandidat für die heutige Schlachtnacht. Ein Crown Victoria vom Motor Max. Als, hier weiß mal, keine Ahnung. Hier nicht zivil, sondern hier FBI irgendwie sowas. Karre. Auch interessant, warum der eigentlich im Endeffekt hier auf dem Schrottplatz gelandet ist, weiß ich gar nicht mehr. Ein BMW E36 M3 Coupé von UT. Auch der hat endlich mal den Weg auf die Schlachtbank geschafft. Teile sind natürlich sehr gefragt. Er ist leider ein bisschen verbastelt. Er wurde sehr schlecht umlackiert und ein Spiegel fehlt. Aber der wird bestimmt noch mehr Mängel haben. Ein Ferrari 275 GTS von KK Scala. Auch sehr interessant, eigentlich wegen Nonsens hier auf den Schrott gelandet und er wird auch heute sein Ende finden. Und als Special Guest ein Jaguar XJ220, nicht von Maestro, nicht von Burago, nicht von Solido, sondern von Matchbox. Geil, oder? Und auch geil, Zinkpest. Das wird richtig spannend, den zu zerlegen. Und ich bin mal gespannt, was wir noch für Kuriositäten an diesem Modell finden. Bei einem Matchbox 1:24 ist wirklich selten. Also in meinen 20 Jahren, über 20, ach guck mal, wie lange? 2024, 25 Jahre verkaufe ich, ich kann nicht rechnen. 21, 22, ja noch 25 Jahren verkaufe ich schon Modellautos und noch nie hatte ich einen 1:24er Matchbox in den Finger gehabt. Jetzt ist er da. Freut euch auf jeden Fall auf viele tolle Modelle. Und vielleicht kommt sogar noch spontan noch einer dazu. Aber mal gucken. Gleich dazu mehr. Viel Spaß beim Gucken. So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt kriegt ihr eine Stunde lang Modellautos, Schlachten vom Feinsten. Ja, ihr habt die Kandidaten ja schon im Vorspieler gesehen und es ist endlich soweit, die XXL Schlachtnacht geht wieder los. Unser erster Kandidat ist natürlich ein Golf von Nore. Es ist ja schon quasi Tradition, dass ein Golf 2 oder Golf 1 oder ein Golf 3 in einem der Schlachtvideos vorkommt und auch dieses Mal trifft es wieder ein Golf von Noref, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, die Nachfrage nach Teilen für dieses Modell ist einfach sehr hoch und so viele Modelle habe ich hier gar nicht da, wie ich die schlachten könnte. Also wie gesagt, im Prinzip ist alles beliebt an dem Modell. Scheinwerfer, Spiegel, Scheibenwischer, Antenne, Seitenscheiben, Heckscheibe, Windschutzscheibe, Felgen, Motor, alles. Hier wird wirklich komplett das ganze Auto immer aufgekauft. Und jetzt ist es soweit. Ich habe viele Teile wieder verkauft und jetzt muss wieder einer dran glauben und das nicht gerade wenig. Ja, preislich ist ja leider ein Problem, was Noref jetzt gerade verursacht wieder. Jedes Mal, wenn eine Farbe von Noref wieder ein bisschen teuer wird, haut Noref eine neue Farbe raus und zerstört den Wert. Davor war es ja, glaube ich, dieses blaue Metallic. Jetzt ist es dieses komische, hässliche Grün. Ich hab so einen komischen Namen, hat das. Light Green Metallic, also leichtes Grün Metallic. Das ist die neue Farbe. Und, ja. Ich kenne die Farbe auch im Echt, ausnahmsweise mal. Und ich muss sagen, ist okay, aber ich hätte das Auto in der Farbe niemals gekauft. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso niemals einen Golf kaufen würde. So, Türen gehen auf. Kofferraumdeckel geht auch auf. Und natürlich auch die Motorhaube. Ein full openes Modell. Ich bin auch heilfroh, dass Noref dieses Modellauto full open gemacht hat. Ich glaube, es würde sonst zu viele Fans... Na komm schon. Sonst
nur traurig machen. Und das war echt eine weise Entscheidung. Weil sonst hat ja Norif das Talent, geile Modellautos nicht open zu machen. Siehe den Fiesta, siehe den Sierra, Kadett. Da hatten die eigentlich Potenzial gehabt, richtig geiles Potenzial gehabt, ein Modell full open zu machen. Und dann verbocken die das. Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht kommt irgendwann mal nochmal was raus von Norev. So ein Kadett. Kadett E voll zum Öffnen, das wäre echt noch geil. Ne? Das hätten die Sammler natürlich verdient. Wie ihr seht, kann man die Felgen einfach abziehen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich meine, das sind ja wirklich die Standardfelgen vom Golf 2 damals, ne, vom CL. Aber die sehen so scheiße aus. So. Preislich ist er natürlich wieder am Steigen, der Grüne. Den jetzt noch unter 60 Euro zu bekommen, wird ein bisschen schwierig. Es gibt, glaube ich, noch das ein oder andere Angebot. Aber die sind natürlich schnell weg. Das heißt, haut rein, ihr Golffans. Wer ihn denn noch nicht hat, sollte jetzt sich beeilen, weil sonst ist es wirklich zu spät und dann kostet er wieder rote damals oder der weiße oder der blaue. Ich glaube, Silber gibt es den ja auch noch. Keine Ahnung, es gibt einfach so viele Farben. Ich glaube, inzwischen gibt es alle Farben. Und ich hoffe auch wirklich, dass irgendwann mal auch mal so ein Postauto vom Golf rauskommt. Ne? Hier, wo das hinten zu ist und hinten dann die Briefe transportiert wurden. Kennt ihr die? Ne? Also ich kenne selbst, ich kenne die noch von früher. Da war das ein kleiner LKW. Weil die Rücksitzbank dann gefehlt hat. Und damit ja, die Post transportieren kann. Schön, ne? Alles nur gesteckt. Klack, 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 geht alles ab. Die Innenausstattung mit Gurte. Leider hat man hier aber jetzt die Gurtschnallen nicht rot angemalt. Hier die, ja. Oder orange. Schade, das wäre jetzt das perfekte i-Tüpfelchen. Aber ansonsten rundum eigentlich ganz gut geworden. Hutablage kann man öffnen. Sonst kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Gurte sehen ein bisschen verloren aus hier. Aber sonst ist okay. Ich meine, viele von euch veredeln dieses Modell, ne? Und dann auch die Innenausstattung. So, auch cool ist hier. Oh, scheiße, dass der Himmel eine kleine Ecke reingemacht. Dass der Himmel auch gleichzeitig das Scharnier für den Kofferraumdeckel ist. So, das Armaturenbrett. Hier fehlt natürlich das entscheidende VW-Zeichen. Man hat zwar hier die Mulde reingemacht, ne? Ihr seht ja den Kreis jetzt hier. Aber das VW-Zeichen fehlt. Aber ansonsten okay. Ich sage extra nur okay. Weil so besonders sieht das Armaturenbrett jetzt nicht aus. Man hat sich nicht wirklich viel Mühe gegeben. Achtet bitte darauf, bei den Scheiben von außen nach innen reinzudrücken. Und am besten mit zwei Fingern von außen und mit dem Daumen von innen gegendrücken. Damit ihr euch nicht die Ecken herausbrecht. Ich habe schon so viele Golf 2 zerlegt, ich brauche eigentlich gar nicht hinzugucken. Gefühlt hunderte schon zerlegt. In allen Farben. Mhm. So, eine Tür. Die gab es ja auch als Feuerwehrauto, die Golf 2. Der wäre auch cool. Oder Polizeiauto. Normalerweise macht auch Norev, dass sie hier die Polizei- und Feuerwehrautos rausbringen, ne? Komisch, dass sie das hier nicht gemacht haben. Wir sind auch schon fast fertig.
So. Also Verarbeitungsfehler habe ich bis jetzt nicht gefunden. Das überrascht ein bisschen, weil Norev macht eigentlich nicht immer perfekte Modellautos, sondern viele haben da irgendwelche Verarbeitungsfehler, Lackfehler, Lacknasen, Pickel und so ein Schnickschnack. Aber hier bis jetzt nichts wirkliches Dramatisches entdeckt. Innenausstattung, Motor auch schön geworden. Ist zwar auch hier nur eine Platte, aber an sich nicht schlecht. Besser wie der Mercedes 200er von gestern. Da war er nicht so schön gemacht. Der ist hier definitiv besser geworden mit Batterie und einen ganzen Behälter für Flüssigkeiten. So, wir nähern uns auch schon am Ende dem ersten Video. Und das geht hier gleich geschlossen weiter. Also ihr werdet dabei sein. Also ohne einen Schnitt quasi. So. Ja. Somit ist der erste Golf, das erste Modell der heutigen Schlachtnacht zerlegt. So, jetzt habe ich was vergessen hinzutun. Ah, verdammt, Sekunde, ich komme sofort wieder. So, meine Boxen habe ich nämlich vergessen. Hier. Da kommen die Teile jetzt zwischengelagert, damit ihr jetzt nicht gelangweilt zugucken müsst, wie ich die Scheiße jetzt noch am... wie ich die Modelle noch fotografiere. Das müsst ihr jetzt wirklich nicht mehr zugucken. Deswegen landen die Teile jetzt hier drin. Damit ich auch nichts verwechsle. So. Dann geht es auch geschmeidig weiter ins nächste Video. So. So, der nächste Kandidat. Mercedes A-Klasse von Maestro als Sondermodell Hackingen. Auch nicht schlecht, ne? Ja, warum der hier auf den Schrott gekommen ist, kann man ja schon fast förmlich sehen. Ein gelber Scheinwerfer. Da ist die Windschutzscheibe zerkratzt. Hier löst sich schon die Startnummer auf. Und das war's, glaube ich, auch schon, ne? Na, hier blättert auch die Farbe ab vom Paneelendach. Oh, Chrom ist auch schlecht. Schrauben sind rostig. Das ist für mich ein Indiz auch dafür, dass dieses Modellauto in die Spülmaschine gelegt wurde. Weil die Hitze von der Spülmaschine macht natürlich den Chrom hier weg. Und der Rost an den Schrauben ist schon fast eindeutig. Ja, Spülmaschine. Man hat sich Arbeit gespart, indem man das Modellauto kaputt macht. Preislich ist dieses Modell im unteren Segment unterwegs. Das heißt so zwischen 5 Euro und 15 Euro. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr 15 Euro für dieses Modellauto bekommt, nehmt die sofort. Es ist echt schwer, diese alten A-Klassen zu verkaufen. Die Nachfrage ist nicht wirklich hoch. Man kriegt die zwar verkauft, aber natürlich logischerweise über den Preis. Ne? Wenn ihr jetzt dafür 30 Euro nimmt, nur weil der Hackingen oder Kult hat, an der Seite draufsteht, dann werdet ihr damit alt. Dann wird das wahrscheinlich ein teurer Begleiter sein wie eure Partner. Den werdet ihr nicht mehr los. Ich weiß, es gibt ja einige Preistreiber bei eBay, die immer meinen, die hätten Gold und so und alles. Aber das trifft sich auf diese A-Klasse definitiv nicht zu. Was ist denn hier los? Da ist noch eine Schraube. Oh, hier, noch eine Schraube. Das sollte eigentlich nichts mit der Vorderachse zu tun haben. So, der Unterschied zwischen der Kult hat Mickey Hackingen A-Klasse gegenüber der Serienversion ist natürlich einmal die Felgen.
die sind definitiv cooler geraten. Und hier ist auch der Motor anders. Der hat nämlich, glaube ich, 150 PS damals gehabt. Oder 170 sogar, oder 190. Auf jeden Fall knapp unter 200. Und der war schon ziemlich cool für damalige Verhältnisse. Ich habe den damals auch oft hier in Düsseldorf gesehen. Und sehr cooles Auto. Sehr auffällig. Und sehr teuer auch gewesen. Gegenüber zu anderen A-Klassen, die serienmäßig unterwegs waren. So, das ist die Innenausstattung. Da ist typisch A-Klasse, hier haben die nichts großartig geändert. Gurte hat er auch. Vorne, ja, hinten, nein. Hinten braucht keiner zu sitzen, okay. Nur vorne. Material ist Gummi, also hier sind die Gurte. Und ich muss sagen, ja, trifft dem Original ja sehr nah, also nicht schlecht. Ja, der Motor ist leider da. Und kann man den sehen? Ne, nicht viel. Ja, sieht eigentlich aus wie der Originalmotor. Wobei eigentlich das ein anderer Motor war, da weiß ich noch. So. Viele Anbauteile kann man leider hier nicht abmachen, also die Türen geht nicht ab, die Motorhaube geht nicht ab, obwohl das eigentlich alles aufgeht, bis auf die Hecktüre. Ach, das Armaturenbrett. Auch schön, ne? Dass sie das Style von außen hier drin übernommen haben, sogar mit Sternen und den Markierungen, dass es hier auf die gerade Position ist. Nicht schlecht, ne? Man hat sich aber doch ein bisschen Mühe gegeben bei Maesto. Nur eine Seitenscheibe. Ja, die berühmte A-Klasse. Da fiel Mercedes erste Mal richtig negativ auf in den Pressen. Nämlich, dass er den Elchtest damals nicht überstanden hat. Jeder kennt da wahrscheinlich noch das Video. Das kursiert ja immer noch bei YouTube und so überall. Wie es ihn umgeworfen hat, als er versucht hat, ja so einen künstlichen Elch auszuweichen. Ja, spektakulär, ey. Ja. Damals hat sich auch immer jeder interessiert, dass ein Auto sowas ab kann, ne? Und vor ein paar Jahren davor hat sich kein Arsch dafür interessiert, ey. So. Ach, schön. Türverkleidung mit Spiegel. So. Ja, leider mit dem fetten Kratzer hier drin kommt man nicht weiter. Weg damit. So, aber jetzt geht es mit dem Piekser weiter. So, und der Scheibe ist sogar noch kaputt. Wenn ihr euch fragt, wie dieses Vergilben zustande kommt, dann kann ich euch das ganz einfach sagen, Zigaretten. Das ist Zigarettengelb, das hier. Kommt von Zigaretten, Zigaretten, Zigaretten. So. Aber ich glaube, ich muss doch gleich eine kleine Unterbrechung machen. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Scheibenwischer. Weil mir fällt mir gerade nämlich auf, dass ich gar nicht so viel Platz hier habe. Ein Türgriff. Zwei
Seite. Dritte. Vierte. Rücklichter. Ach komm jetzt. Jetzt spinnt er natürlich rum. Ja, da geht doch. So. Die Rokorosse geht in die Schrottpresse, weil A-Klassen Rokorossen sind nahezu null gefragt. Deswegen wird der hier schön in die Schrottpresse landen. Ja, Wertsteigerung sehe ich bei dem Modell nicht, auch wenn das einige sich gewünscht hätten. Das liegt einfach darum, es wurden einfach zu viel gebaut. Also es gibt es ja den als Mercedes-Händler-Verpackung, da kam diese schöne Mercedes-Verpackung. Und der wurde auch damals schon stark runtergesetzt und verramscht und allen drum und dran. Und das haben sich die Leute halt gemerkt. Und deswegen steigt hier der Wert einfach nicht. Leider. Im Prinzip ist es ein schönes Modellauto. Klar hätte man noch die Türen hinten öffnen können. Aber dann wäre es das auch schon gewesen. Ne? Sonst gibt es ja nicht mehr viel. Schön, ne? Lackierung ist relativ sauber geworden. Man sieht zwar hier und da ein paar Pickelchen, aber für die Preisklasse absolut in Ordnung. Also hier kann man jetzt nicht sagen, oh, so teuer und so, ne? Und dann geht nicht alles auf. Ne, das ist hier definitiv nicht der Fall. So, das war der erste Teil der XXL Schlachtnacht. Ich glaube, ich mache daraus drei Teile. Das ist für mich ein bisschen angenehmer zum Arbeiten. Und ihr könnt euch jetzt mal schnell einen Kaffee holen gehen oder was auch immer. Und gleich geht's weiter. Ciao. Ciao, meine Freunde. Oder? Na, komm, 30 Sekunden habe ich noch, da habe ich die 20 voll. Was kann man noch sagen? Der Kult hat das genauso gleich. Also es gibt keinen Unterschied zwischen Hackingen und Kult hat, außer den Namen und die Startnummer. Das ist ja die Startnummer vom Hackingen. Vom Hüttenalten Hackingen, der jetzt auch Rentner ist mit seinen zig Millionen. Das war's. So, komm, jetzt ist wirklich Schluss. Bis gleich. Gleich beim Teil 2. So, Freunde. Nächste Runde der XXL Schlachtnacht. Der nächste Kandidat ist hier der Ford Crown Victoria von Motormax. Ein sehr schönes Modell. Und man kann hier zum Beispiel Kofferraumdeckel, Türen, vorne, hinten und Motorhaube. Und das für ein sage und schreibe für ein Modellauto, das zwischen 20 und 50 Euro angelegt ist. Wobei 50 Euro eigentlich schon ziemlich teuer ist. Meistens liegt der deutlich drunter. Natürlich, bei einem so günstigen Modellauto und allein schon bei einem Namen Motormax sollte man schon sofort wissen, also hier ist kein Auto hart versteckt. Und man sieht das auch sofort. Zum einen ist hier das Spaltmaß zwischen Windschutzscheibe und Rohkarosse sehr mangelhaft. Die Lackierung ist auch nicht immer die beste. Man sieht hier Orangenhaut. Ist keine Zinkpaste, ne? Ist einfach nur pickelig und so und alles. Seht ihr es? Da, seht ihr es. Da. Da. Ist halt keine saubere Lackierung. Ist halt ein günstiger Hersteller. Aber komischerweise schaffen die alles zu öffnen. Was Premium-Hersteller aus Europa nicht schaffen. Warum, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, Motormax produziert ja auch auf Bestellung. Das heißt, wenn ihr davon 1000 Stück haben wollt, dann produzieren die 1000 Stück dafür. Ne? Also so ist das nicht. Der ist nie quasi richtig ausverkauft. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Komplette Palette von Motormax kann man immer wieder nachbestellen. So, er kam jetzt hier auf den Schrott, weil zwei Räder festgeklebt sind. Einmal hier der hier. Der ist fest. Und der hier. Waren wahrscheinlich mal abgebrochen und hat der Besitzer, die einfach Ex-Besitzer hat die einfach festgeklebt. So ist es. Ja, und meine Aufgabe ist jetzt, ihn von seinem Leid zu befreien. So, dann fangen wir auch mal direkt mal an, sonst wird das ja
Noch ein 4-Stunden-Video, ey. Das wäre auch mal was, ne? Schlachtnacht. Ganze Nacht. Das wäre doch mal ein Spezial. So, aber so, ich glaube, so viele Modellautos hätte ich gar nicht hier zum Schlachten, damit ich euch eine Stunde, ganze Nacht lang euch unterhalte. Und ich glaube, so viel Speicher habe ich gar nicht auf der Kamera. Oder ich mache so ein Live-Video. Was denkt ihr? Was haltet ihr davon sowas? Irgendwie hätte ich schon Bock auf sowas. So ein Marathon-Schlachtnacht. Keine Ahnung, wie man das, wie ich das dann nennen werde. Marathon-Schlachtnacht. Mit dem Dealer die Nacht verbringen. Das hört sich aber ein bisschen komisch an, ey. Mit dem Dealer die Schlachtnacht. Die Nacht verbringen. So, die Felgen. Schön, ne? Auch schön schwarz. Da sind eigentlich im Prinzip eigentlich nur Stahlfelgen mit so einem Chrom-Ding da drauf. Eine Radnabe. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne? Würde ich mal sagen. Mir gefällt's. Auch schön, dieser detaillierte Unterboden, ne? Man kann alles erkennen über Getriebe, Ölwanne, Tank, Kardanwelle. Man ist, kann alles gut zu erkennen. Oh Gott, ey, Schräubchen. Ich muss jetzt ein bisschen auf meine Wortwahl achten. Weil die AGBs haben sich geändert. Bei YouTube. Und selbst leichte Schimpfwörter wie verdammt und scheiße muss man anmelden. Ja, krieg krasse, bist du. So. Guck mal. Von unten verschraubt und von oben verschraubt, ey. Unglaublich. So. Ihr merkt schon, das ist alles richtig gut verschraubt hier. Also bei Motormax waren die Schrauben auf jeden Fall im Angebot. Guck mal, geht ja noch weiter mit den Schrauben. Aber die muss ich nicht lösen, das ist für die Sitze. So, das war ja, wie heißt mal so ein Zivil, na, zivile Streife, war FBI oder Agents, Agency. Man sieht das nämlich natürlich hier an diesen Aufklebern. Das sind ja diese Blaulichter bei den Amis. Ja, der Motor ist leider nicht so der Burner. Der ist wirklich sehr langweilig geworden. Einfach nur ein bisschen schwarz und das war's. Ja, mir gefällt der jetzt nicht unbedingt. Aber immerhin. Keine Gurte. Ich habe echt gedacht, Motormax hat Gurte. Aber hat nicht. Ach, guck mal, Motor kann man doch rausbauen. Ja, sonst nicht so spannend. Man sieht aber hier, seht ihr das? Das sind Öffnungen, wo ursprünglich mal Gurte durchgelegt worden sind. Warum die in der finalen Version dann doch fehlen, ist mir leider nicht bekannt. Oh, Kofferraum ist cool. Hier ist eine Shotgun drin. Dann Munition oder so, keine Ahnung. Und das Ersatzrad.
Also preislich werden Motormax eigentlich fast nie teuer. Selten, dass sie mal deutlich über 50 Euro gehen. Also mir fällt jetzt kein Modellauto von Motormax ein, das deutlich über 50 gegangen ist. Vielleicht so 50, 60 Euro, aber dann ist es aber wirklich das Maximum an Wert. Aber wobei eigentlich Police Interceptor, CA Exped, Exempt, weiß das schon. Auch ich habe mal Modellautos aus China von Motormax bestellt. Das war unter anderem der Skyline und der Audi A8. Die habe ich auch direkt aus China bekommen. Oh. So. Hier fehlt leider Ford-Schriftzug, aber ansonsten alles in Ordnung. Aber alles in Schwarz, ne? Keine farblichen Akzente, nix. Was ist das? Das ist ein Griff? Eine Knarre? Ne, ein Griff? Ah, verstehe schon. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Das sah erstmal aus wie eine Knarre, ist aber ein Bewegungsstick, sage ich jetzt mal. Sekunde, ich muss noch ein bisschen abbauen. Oh, die Schraube war aber schief reingesetzt. Die ist aber sehr schief gewesen. Ja, Schwerkraft, ich hasse dich. So. Hier, seht ihr das? Erst habe ich gedacht, das wäre eine Knarre, die in der A-Säule steckt. Da habe ich mir gefragt, was zum Teufel soll da Blödsinn, ne? Aber das ist der Griff für diesen Suchscheinwerfer, der beim Polizeiauto dran ist. Damit steuert man halt diesen Suchscheinwerfer. Ey, das ist doch mal geiler Scheiß. Ja, ich tut mir leid, ich muss jetzt auf meine Wortwahl achten. Richtig schön mit Clips. So mal die vom Burago noch kannte. Wie viele Teile ich hier raushole, ey, unglaublich. So, der erste Scheinwerfer. Der zweite. Kühlergrill. Rücklichter sind schon raus. Scheinwisch abgebrochen. Na egal. So, jetzt ist noch der Dremel für die Heckscheibe und dann ist der Ford Crown Victoria von Motormax auch wieder Geschichte. Ist nicht meine erste, die ich sehe. Meistens waren es die Polizeiautos. Das war's. Oh Gott, ey, viele Teile rausgekommen. Der ganze Platz da vorne vor der Fotobox ist voll. So, ich glaube, ich mache doch besser einzelne Videos. Das ist für mich besser zum Arbeiten. Und vielleicht kommt noch sogar noch am Ende noch ein Spezialvideo raus. Aber dazu gleich mehr. Ich fotografiere erstmal alles ab, verpacke es gut und dann
sehen wir uns schon gleich beim nächsten Video. Bis gleich. So, weiter geht's in der XXL-Schlachtnacht. Der nächste Kandidat ist der BMW E36 M3 Coupé. Wohl einer der beliebtesten Teileträger hier bei mir mit dem Golf 2. Das ist, der geht immer. Also Teile sind immer gefragt. Von Motorhaube, Türen, Spiegel, Nieren, Scheinwerfer, Felgen, alles. Alles wird von diesem Modell gerne gekauft und immer gefragt. Für mich sind Teileträger schwer zu bekommen. Weil die Leute natürlich auch immer viel bieten darauf und das ist eine Lippe hier, ne? Ja. Und verbastelte Modelle werden auch immer seltener. Die meisten restaurieren die ja. Und wie gesagt, es wird immer schwerer für mich. Deswegen kaufe ich die auch alle auf, die ich bekommen kann. Und gebe die auch nicht mehr her, außer in Teilen. So, hier dieser hübsche Kandidat, da gehen die Türen vorne auf und die Motorhaube, sonst leider nichts. Er ist jetzt hier auf den Schrott gekommen, weil einmal die Tür abgebrochen ist, die Lippe abgefallen ist. Die Lackierung ist sehr schlecht, die hat einer selber gemacht und die ist leider nichts geworden. Man sieht Schleifspuren, man sieht Pickelchen, hier blättert sogar der Lack ab. Also das ist echt sehr schlecht umlackiert worden. Die Innenausstattung hat auch ein bisschen Farbe abbekommen, nämlich komplett schwarz. Die war ja ursprünglich mal, glaube ich, mal grau. Jetzt ist er schwarz und jetzt zeige ich den. So. Ja, Hersteller UT gibt es ja nicht mehr. Die wurden ja aufgekauft. So. Preislich ist dieses Modellauto natürlich stark steigend. Original verpackte Modelle. Was ist denn los? Original verpackte Modelle gehen locker über die 100. Ohne Mängel auch noch mehr sogar. Das Schöne ist hier ist auch die Felge, die hat keine Felgenpest. Das heißt, dass viele Modelle haben nämlich die Felgenpest. Da reagiert das Kunststoff mit dem Weichmacher von den Reifen und dann sieht das aus, als würde das schmelzen. Mhm. Hier, Gott sei Dank, nicht der Fall. Komm schon. Jedes Mal, wenn ich so einen Rundgang gemacht habe auf dem Schrottplatz, fragen mich die Leute, wann ist der dran, wann ist er dran? Hier der E36. Muss ich die mal vertrösten, weil eigentlich ja erst vor kurzem einer zerlegt wurde. Verdammt, egal. Und da kann ich jetzt nicht nach ein paar Wochen einfach wieder das nächste Video machen. Über das gleiche Modell, nur in einer anderen Farbe. Ne? Dann wird es ja auch langweilig auf diesem Kanal. Und das will ich ja nicht. Und ich musste natürlich warten, bis wieder genug Teile verkauft sind. Damit sich das auch lohnt, den zu zerlegen. Und jetzt ist es soweit. Genug Teile sind weg. Nachfrage steigt wieder. Anfragen häufen sich. Und jetzt ist er dran. Ja, abgebrochenes Scharnier. Ist aber keine Zinkpest. Ich glaube, da war einfach nur rohe Gewalt am Werk. So. Schwarz glänzend. Das ist natürlich nicht so toll. Wobei, ich sehe gerade nur, die Sitze sind gefärbt. Rest nicht. Man sieht hier noch die Farbkante. Ah, warum eigentlich? Hatte der Vorbesitzer so einen blau-schwarzen E36 M3 gehabt? Wahrscheinlich. Keine Gurte. Und da sieht man auch wieder hervorragend, dass hier schön geklebt wurde. Alles mit Kleber hinterlegt. Oh Gott. Uiuiui. Hab mir ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Armaturenbrett auch komplett in schwarz gelackiert. Ursprünglich war das eigentlich nur schwarz, also nicht glänzend schwarz, aber sonst
Ganz gut geworden, ne? Oder warum glänzt der denn so? Das sieht jetzt gerade voll primitiv aus, was ich mache. Aber das liegt daran, dass da verdammt viel Kleber reingejagt wurde. Seht ihr das? Alles Kleber hier. Schöner BMW M-Power Motor. 6 Zylinder. Ui. Ein Spiegel fehlt. Scheinwischer hat er noch, Gott sei Dank. Ey. Komischerweise fehlen immer die Scheinwischer bei solchen Modellen hier. Oh, guckt euch mal diese Kleberscheiße. Schande an. Aber Gott sei Dank nicht im sichtbaren Bereich, ey. Ja, Gott sei Dank. Hat der Vorbesitzer die ausgebaut, die Scheiben. Ich habe schon mal erlebt, dass die Leute beim Umlackieren alles dran gelassen haben und nur abgeklebt haben. Und das war natürlich alles unterlaufen. Und dann sieht das mega blöd aus. Boah, ein Stück Scheibe abgebrochen, aber glücklicherweise nicht im sichtbaren Bereich. Boah, ganz knapp am sichtbaren Bereich vorbei. Ah, Schande! Oh, Gott sei Dank, dass ich Rohkarosse EB fahre. Puh, Schreckmoment. Lieber ohne Ende, ey. Boah, knapp am Lieblingsfinger vorbei. Oh Mann. Ein Stück Schämmisch abgebrochen. Immer dieser blöde Kleber, ey. Auch interessant, es gibt ja, mein Gott, heute, es gibt ja zwei Varianten mit den Scheinwerfern. Einmal, wo die Scheinwerfer lose sind, also einzeln, und einmal so als komplettes Teil hier. Warum das so ist, weiß ich leider selber nicht. Das hat wahrscheinlich irgendwann Neuauflage zu tun oder nicht. Die einen sind Erstauflage und die anderen wahrscheinlich Neuauflage. Und da hat man das irgendwann wahrscheinlich aus Kostengründen geändert. Natürlich ist nämlich so ein ganzes Teil billiger wie wie die zwei lose Variante. Boah, hier wurde echt ein Massaker angerichtet, ey. Die Nebelscheinwerfer kann ich jetzt nicht mehr ausbauen, weil die so mit Kleber unterlaufen sind, dass das nicht mehr schön aussieht. Boah, aus dem Märkischen Kreis. Selbstgedruckte Nummernschilder. Seht ihr das? Also Märkischer Kreis, dann Anton Friedrich, keine Ahnung, wie der Vorbesitzer hieß, und Jahrgang 1957. Was ein Nummernschild so alles verraten kann, ne? Ja, da ist der E36 Geschichte. Leider ein sehr, sehr stark verbasteltes Modellauto gewesen. Dennoch konnte ich ein paar Teile retten und der Absturz gerade eben hat ihm Gott sei Dank keine großartigen Schäden verursacht. Eine kleine Macke hier vorne, aber sonst nichts. Aber der wäre jetzt EB-Ware gewesen wegen dem schlechten Lack. Also dafür nochmal blauen Auge davon gekommen. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn ihr ein original verpacktes Modell davon habt, ne, wo nichts dran ist, dann bitte gut aufbewahren und nicht verramschen, weil das wird noch ein teurer Spaß werden mit dem Modell. Die verbastelten Dinger kriegt man ja noch deutlich unter 50 Euro.
Aber einige gehen auch schon drüber. Ja, und achtet bitte auf die Felgen. Die Felgen haben ja diese Krankheit Felgenpest. Der hier Gott sei Dank nicht. Oh, ich glaube, der hat sogar Zinkpest. Guckt euch das mal an. Aber ne, ist einfach übelst schlechte Lackierung. Guckt euch das mal an. Als hätte er mit einem Salzstreuer. Gott, ich rede nicht weiter, sonst muss ich piepen. Ja, schönes Modellauto. Sehr schönes Modellauto. Absolut empfehlenswert. Aber bitte achtet bitte auf Originalität oder restauriert das Modellauto anständig, so wie es es gehört. Und dann habt ihr auch ein kleines Wertkapital hier stehen. So, das war's. Es geht jetzt noch weiter. Noch zwei hübsche Kandidaten warten auf uns. Und dann ist die XXL Schlachtnacht auch wieder zu Ende. Außer ich finde noch was Spontanes. Bis gleich. Ciao. So, vorletzte Runde der XXL Schlachtnacht. Der nächste Kandidat ist der Ferrari 275 GTS von KK Scala. Als Spider-Variante. An sich echt nicht schlecht, das Modellauto. Man kann leider nichts öffnen. Zusätzlich zu dem Hardtop gibt es nämlich noch das kleine verpackte Dach. Und der kam jetzt hier auf dem Schrott, weil auf dem Kofferraumdeckel Lackschäden sind. Okay, hier ist ein Lackschaden. Hier ist auch ein Lackfehler, aber nicht so gravierend. Sagen wir mal so, das fällt unter. Hier ist ein Lackschaden. Aber sonst eigentlich in Ordnung. Eigentlich schon fast zu schade zu zerlegen. Das Problem ist aber hier bei dem Modell, ist, dass er momentan günstig verkauft wird über eBay. Man kriegt dieses Modell zum Teil deutlich unter 50, knapp über 50 Euro. Also er bewegt sich zwischen 30 und 60 Euro. Neu. Und sagen wir mal so, für Ferraristis natürlich schönes Modell und ein günstiges Modell. Und darf auch natürlich in keiner Ferrari-Sammlung fehlen. Für mich persönlich kommt er nicht wie ein Ferrari rüber. Der sieht aus wie so ein Alfa Romeo Spider. Und deswegen gefällt er mir auch nicht so wirklich gut. Wobei natürlich die Motorisierung bei dem Auto eine ganz andere Liga ist wie beim Alfa Romeo Spider oder Fiat Spider. Keine Frage, da wollen wir nicht diskutieren. Mir geht es jetzt nur rein optisch, muss ich ehrlich zugeben. Da hätte sich Ferrari ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Die Verwechslungsgefahr ist auf jeden Fall da. Vom technischen her natürlich nicht. Ne? Klar, ich bin nicht doof. Aber wie gesagt, mal ehrlich, hätte auch ein Alpha Spider sein können. Mal ehrlich jetzt, ne? Und so, schließlich kommen die aus dem Fass aus dem gleichen Jahrzehnt. So. Das Zerlegen ist natürlich jetzt nicht super schwer. Bei so nicht zu öffnenden Modellen wäre natürlich immer zum Vorteil, wenn ihr alles das abmacht, was schnell kaputt geht. Also Scheibenwischer, Spiegel, Türgriffe und falls vorhanden, die Antenne. Hier ist es nicht vorhanden. Sehr viel dran gemacht, muss ich sagen. So. Sonnenblende. Okay. Die Windschutzscheibe kriegt man so nicht raus. Das heißt, die geht dann wahrscheinlich von innen, ist hier wahrscheinlich verschraubt worden. Also ich habe dieses Modellauto noch nicht zerlegt, das ist mein erster. Ich habe zwar ein Coupé, glaube ich, schon mal zerlegt davon. Oder war es auch ein Cabrio? Wer weiß das schon. Ich habe schon inzwischen so viele Modellautos zerlegt, ey. Boah. Ich habe aber tausende von Modellautos zerlegt, wenn jetzt die Frage auftauchen sollte.
Wenn ihr seht, wie viele Teile ich im Shop habe, dann könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie viele da schon zerlegt sind und wie viele ich davor schon zerlegt habe. Und wenn ihr überlegt, ich mache das schon seit über 20 Jahren. Ich muss jetzt wieder rechnen, ne? 10, 4, ne, knappe 20 Jahre, ne? Boah, Alter. Ich habe 2009 angefangen. Ja, also 10, 12, 12 Jahre, weil 20 Jahre, ich kann nicht mehr rechnen. Es ist, Entschuldigung, das ist mitten in der Nacht und ich habe schon so viel gelabert, dass ich schon nicht mehr klar denken kann. Oh. Also 12 Jahre, wo ich Ersatzteile verkaufe. 13 Jahre, 2008, Oktober 2008 habe ich angefangen. Oktober 2008, das sind 13 Jahre, wo ich mit den Ersatzteilen angefangen habe, wohlgemerkt. Modellautos verkaufen tue ich seit den 90ern. Aber da in kleinen Mengen auf den Trödelmärkten in den 90ern. Online-Shop kam, wie gesagt, erst 2008 hinzu. Kurz vor der Wirtschaftskrise. Das ist natürlich super. So, kann man die von innen rausdrücken? Ja, könnte man vielleicht versuchen. Wenn ihr so vorsichtig dagegen klopft, dann ist natürlich die Chance groß, dass ihr die ohne Abbrechen abbekommt. So, zack, zack, zack. Jetzt geht's ins Innere. Und sehr trockene Innenausstattung und Unterboden. Ich mag das nicht, wenn die nicht hinschreiben, welches Modellauto das ist. Wir müssen ja leider zugeben, man kann ja nicht jedes Auto kennen. Und es gibt natürlich auch viele Laien, die nicht sofort auf Anhieb erkennen, dass das ein Ferrari ist oder welcher Ferrari das ist. Und das ist immer hilfreich, wenn es hier unten drunter steht. Warum KK-Skala das nicht macht, weiß ich nicht. Finde ich aber sehr schade, weil so ein Schriftzug darunter für sich haben die ja gemacht. Hier steht ja fett KK-Skala made in China. Aber schade, dass sie da gespart haben. Die Felgen sind schön, ne? Echt schön geworden. Aber ich muss erstmal hier mit der Windschutzscheibe weitermachen, bevor die mir abbricht. Der hat zwar eine Lenkstange, aber die hat eben nicht funktioniert. Das ist nicht so gut. Die Innenausstattung, keine Gurte, pfui Teufel, aber dafür die Ablage für die Füße, ja, den, damit der Beifahrer seine Füße nicht so am Boden hat, sondern schön und bequem, finde ich gut, dass sie auch so in Detail achten, aber die Gurte haben sie trotzdem vergessen. Der Schalthebel sieht jetzt auch nicht wirklich toll aus, man, weder die Gänge stehen noch drauf, noch kann man irgendwie sonstiges erkennen, das haben sie jetzt auch nicht sehr schön hinbekommen, aber ansonsten, groß im Ganzen haben sie sich doch ein bisschen Mühe gegeben. Aber das war's dann auch. So richtig top ist die Innenausstattung jetzt leider nicht. Da denkt man sich, ach komm, da haben die so schon sich Geld gespart in Sachen Türen öffnen und so alles. Da könnten sie eigentlich nur noch die paar Euros, die sie gespart haben, in die Innenausstattung reinstecken.
Aber leider nicht getan. So. Boah, Armaturenbrett ist aber gut geworden. Hier steht Pininfarina drauf. Schön mit dem Pferdchen. Boah. Echt gut aus, ne? Also mir gefällt's. Armaturenbrett ist definitiv gut geworden. Ihr seht gerade, den Scheinwerfer kann man doch nicht von innen ausbauen. Das habe ich ja eben schon also richtig gemacht. Von außen. Aushebeln. Rücklichter kriegt man auch nicht von innen raus. Gut. Metall ist zu dick. Also Material ist Metall. So, da das Glas. Hat erstmal ausgesehen, als wird das Glas fehlen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich den Kühlergrill rausbekomme. Genau das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mir da voll die Macke reingemacht. Ja, das war's. Hier muss ich leider mich als gescheitert ergeben. Aufgeben. Das habe ich nicht hinbekommen. Der Kühlergrill ist einfach zu tief in der Karosserie versenkt. Was ist denn hier los? So. Na, geht doch. Ach, ärgerlich mit dem Kühlergrill vorne. Ey. Das ärgert mich jetzt aber auch. Ich hätte das echt gerne ausgebaut bekommen. Das geht nicht raus. Das ist hier schon alles erledigt. Jetzt noch die Felgen. Und die Auspuffanlage. So. Na komm. Drehen, drehen, drehen. Ey, ich kriege noch einen Bandscheibenvorfall in der Hand, ey. Nicht einen Bandscheibenvorfall. Sehnscheinentzündung. So. Bandscheibenvorfall. Oh Gott, ey. Man merkt, dass die Nacht schon ziemlich lange ist für mich. Auspuffe. So. Nochmal ein Einblick in die Felgewelt. Schön, ne? Ist echt gut geworden. Echt nicht schlecht. Das war's. Der Ferrari 275 GTS von KK Scala ist Geschichte. Ich hoffe, dass seine Teile noch viele Modellautos retten.
Und ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Jetzt kommt noch ein kleines, kurzes Video über einen Matchbox, was mich sehr überrascht. Und mal gucken, wie viele Minuten ich schon auf dem Speicher drauf habe. Vielleicht kommt da noch ein extra Video. Aber mal schauen, ich kann euch das jetzt noch nicht sagen. Gleich weiß ich mehr. So, danke fürs Zugucken. Gleich geht's in die letzte Runde vorläufig und dann gucken wir mal weiter. Bis dann, Freunde. So, letztes Video der heutigen XXL Schlachtnacht. Und für mich persönlich ein Highlight, weil ich hatte noch nie einen 1:24er Matchbox auf dem Schlachtbank gehabt. Ich wusste auch gar nicht bis vor kurzem, dass es welche gibt. Und zack, habe ich schon gerade zwei Stück. Hinter mir steht nämlich noch ein Käfer. Ne, der ist von Verdi. Ich habe hier irgendwo noch ein Modell. Sekunde, ein Porsche ist das. Also, Sekunde. Ein Porsche auch von Matchbox im Maßstab 1:24. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Krass, ne? Und sogar gut gemacht. Ich sehe hier einen Teppich drin, ich sehe keine Gurte drin und Schwiegstaub. Naja, war echt überrascht darüber. Ja, auch überrascht war ich, dass dieser Kandidat hier Motortüren und Motorhaube, alles geht auf, wie bei den Maestro-Modellen auch. Nur im Gegensatz zu dem Maestro-Modell hat der hier die Zinkpest. Da seht ihr. Hier ist auch schon eine Ecke rausgebrochen, das Scharnier ist auch abgebrochen. Das ist alles eindeutig zinkfest und keine schlechte Lackierung. Mal gucken, wo sich die Zinkpest auch noch ausgebreitet hat. Man sieht ja auch ganz gut, dass die Scheiben komplett milchig geworden sind, alle. Das hat mit UV-Strahlen zu tun, das scheint einen ziemlich sonnigen Platz gehabt zu haben. Und das hat die natürlich komplett gefressen. Ja, und die beiden Hinterräder sind auch abgebrochen. 1993, Made in China, Jaguar XJ220, alles was man so kennt. Ich bin jetzt komplett überrascht über dieses Modell. Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass es sowas gibt. Ich habe eigentlich gedacht, der wäre von Maestro. So, fangen wir mal direkt an zu zerlegen. Echt krass, ey. Habt ihr was mitbekommen, dass Matchbox 1:24 hat, ey? Ich weiß, dass Matchbox auch ein 1:18 Modell hat. Ich glaube nur einen einzigen, ne? Diesen komischen VW-Bus. So außergewöhnliches Design. So ein komisches Custom-Auto, glaube ich, war das. Aber sehr schön gemacht. Auf jeden Fall keine Billigproduktion. Ach hier, verdammt. Ja, kommt davon, wenn man mal ein Modellauto zerlegt. Hier hat sich noch eine Schraube versteckt. Schön, ne? Mit Teppich drin. Es ist so auch ganz schick geworden. Motor ist sogar ein richtiger Motor. Also nicht eine Platte irgendwie sowas. Also ich muss ehrlich zugeben, der ist echt nicht schlecht. Nur leider kann man den Motor nicht ausbauen. Man kann zwar den Motorblock und den Zylinderkopf abmachen. Aber der ganze Motor geht nicht raus. So, weil der ist nämlich ein Teil mit der Innenausstattung. Und hier haben sie sogar nochmal schön Jaguar hingeschrieben. Da sieht man auch hier wieder, hier auch an der Felge, wie viel Mühe die sich gegeben haben, hier vom Matchbox. Hier steht zum Beispiel auch hier Bridgestone Expedia S01. 18 Zoller sind das, wow. Cool, ne? Wie viel die Mühe sich gegeben hat, auf den 1:24er auf den Rädern drauf zu schreiben, welches Modell es sich handelt. Nicht schlecht. Das macht fast keiner. Also hier wollte definitiv Hot Wheels was leisten. Nur leider mit Zinkpest. Ich sehe gerade, das Lenkrad fehlt.
Oder liegt das hier noch irgendwo? Hier sieht man auch ganz gut die Sonneneinstrahlung. Hier war die natürlich sehr stark und hier unten nicht mehr so stark. Ja, schade, ne? Auch unbrauchbar geworden. Und dazu auch noch Lackschäden. Geht auch in die Presse. In dem Zustand wird die keiner mehr gebrauchen können. So, auch komplett von der Sonne zerfressen. Ursprünglich war das mal so ein hellgrau, ne? Wie sieht die hier? Und das Gelb ist natürlich Mist. Ja, die ganzen Scheiben alle milchig geworden, ey. Ja, kurzes Video, ne? Wirklich ein kurzes Video. Der Rest ist alles Schrott an dem Modell. Oder Spoiler noch. Oh, gibt's nicht. Das ist festgenietet hier unten. Hätte ich das. Ich Idiot, ey. Naja. So kann man sich auch ärgerlich machen. So, Rücklicht. Die Scheibe ist ja eh alles hinüber. Da brauche ich jetzt keine großartige. Schade, ne? Komplett weiß angelaufen. Komplett zerfressen von der Sonne. Oh, Kühlergrill. So, da ist der hübsche auch Geschichte. Er geht in die Schrottpresse. Die werde ich jetzt auch noch schnell zerlegen. Die gehen nämlich in die Restekiste. Boah. Oh Gott. Kunststoff ist so von der Sonne zerfressen, dass es direkt zerbröselt, ey. Hoppa. Diese losen Metallteile, die ihr seht, ne, die gehen bei mir auch ins Altmetall. Nicht mehr in die Schrottpresse, die geht in die Schrottpresse, aber die kleinen Teile nicht. Boah, Alter, was ist denn hier los, ey? Boah. Huh. Kampf. Aber ich habe gewonnen. Ja, viele Teile konnte ich von dem Modell jetzt nicht retten. Sehr überschaubar. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile nur. Mann, oh Mann. Rest Schrott. Absoluter Schrott. Schönes Modell auf jeden Fall. Hier hat sich Hot Wheels, Matchbox sich definitiv Mühe gegeben. Nur doof, wenn der Besitzer den dann halt so verkommen lässt. Ja, die Sonne, die frisst echt die Modellautos auf, ne? Ist Wahnsinn. Wie viel Schaden UV-Strahlen anrichten können, ne? Unglaublich, aber war. Ja. Der Jaguar XJ220 von Matchbox in 1:24 meine absolute Modellauto-Premiere ist vorbei. Und ich muss ehrlich sagen, mich hatte schon diese Qualität überrascht. Und ich überlege auch ganze Zeit, ob ich den Porsche auch noch zerlegen werde. Weil 1:24 Matchbox ist echt cool. Ich wusste auch noch nicht mal, dass es gibt bis jetzt vor kurzem. Dann kriege ich direkt 2 Stück. Ey, Wahnsinn. Coole Sache.
Hat mir gefallen und ich hoffe euch auch. Die XXL Schlachtnacht ist somit jetzt beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und insgesamt haben hier die Mercedes A-Klasse, der Jaguar XJ22, der BMW E36 M3 Coupé, der Ferrari 275 GTS Spider, der Ford Crown Victoria Interceptor Motormax und ein VW Golf 2 CL von Nuref ihren letzten Stunden hier erlebt. Und ja, ich hoffe, ich fand es interessant. Also ihr fandet das interessant. Auswahl auch gut gewählt. Und habt ihr Verbesserungswünsche und sonstiges, natürlich könnt ihr die immer schreiben. Lob geht immer. Und ihr wisst ja, schreibt einfach irgendwas. Hallo, reicht mir auch schon. Ne? So, Dankeschön und bis zur nächsten Schlachtnacht, die wahrscheinlich schon morgen Abend stattfinden wird. Und es warten ja noch hunderte Autos auf ein Video. So, bis dann. Ciao, Freunde.